CC vorstellen. Ich muss sie gar nicht lange vorstellen, ihr kennt sie alle. Sarah Lattisch! Liebe Leute, Happy Pride! Und wir machen es ganz kurz. Wir wollen feiern. Wir wollen zeigen, dass es uns gibt. Wir wollen zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen von Hass und Anfeindungen. Wir gehen auf die Straße, denn die Straße gehört uns allen. Und wir zeigen uns mit all unseren Unterschiedlichkeiten, Diversitäten und sexuellen Identitäten. Und wir stehen auch allen denjenigen in den Ländern bei, die es nicht können. Und deshalb, wir schreien, wir tanzen, wir feiern heute für alle LGBT, aber auch für alle anderen, die uns unterstützen. Für alle, die für Frieden und Demokratie sind. Happy Pride und lasst uns feiern! Stressed. Are you here, Berlin? I don't hear you. Are you here? We're here, we're queer, and we're not going anywhere. We're not only here to celebrate, to dance on the street, but we're here to demonstrate. This is not a parade, this is a demonstration. Repeat after me. This is not a parade, this is a demonstration. Remember, we are very privileged here in Berlin, but we can lose very fast. Look at Poland, look at Turkey, look at what's happening in Uganda, Ghana, Namibia. We need to fight together. We need to use our platform for the whole queer community. We're here, we're queer. And just one last word. If you are cis, if you are straight, if you are cis and gay, protect your trans sibling. Your trans siblings need you. We need you for trans people around the world. We need you for the Selbstbestimmungsgesetz right now, which is not perfect, because we demand more rights. Thank you, Stella. Hallo auch von meiner Seite. Wir haben aktuell in den Umfragen in Deutschland eine politische Kraft, die bei 20% liegt. Es reicht nicht, nur zu sagen, dass das nicht okay ist. Wir müssen dagegen auf die Straße gehen. Wir müssen unsere Stimme erheben. Diese politische Kraft hat anscheinend genügend Menschen in unserer Gesellschaft mit ihren hasserfüllten, menschenfeindlichen Inhalten gegen uns aufgebracht. Und wir müssen dagegen aufstehen. Das kann nicht sein. Und damit auch in unserer Gesellschaft es vor allem auch den Schutz gibt, rufe ich vor allem auch die politischen Würdenträgerinnen auf diesem Tag auf. Sorgen Sie dafür, dass im Parlament das Artikel 3 des Grundgesetzes abgeändert wird, ergänzt wird, um die Sexualität und die Identität im vollen Schutz. Das ist Ihre Pflicht uns gegenüber. Und ich hoffe, dass Sie im Parlament bei einer Mehrheit dafür stimmen und auch wenn es in den Bundesrat kommt, dass auch Sie, Herr Wegner, dafür stimmen werden. Vielen Dank. Hallo Berlin. Unsere Rechte sind nicht selbstverständlich. Das, was wir glauben, was uns sicher ist und warum viele zur Ruhe gekommen sind, das ist nicht selbstverständlich. Und ich mache mir zunehmend Angst, dass wir das wieder verlieren. Und deswegen sind wir heute auf der Straße. Deswegen müssen wir viele sein. Deswegen müssen wir zusammen demonstrieren und ich freue mich auf diesen Tag mit euch. Happy Pride Berlin! Hallo Berlin! Ich freue mich, ein so tolles, buntes Bild heute hier zu sehen. Denn es ist schon von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern gesagt worden, wir müssen ein deutliches Zeichen setzen, für eine freie, vielfältige, diverse Gesellschaft.
Und deshalb war es mir auch wichtig, heute selber anwesend zu sein und nicht nur die Regenbogenfahne auf dem Reichstagsgebäude zu hissen als Symbol, sondern auch hier zu sein, mit euch mitzulaufen und dieses Statement auch für die Politik abzugeben. Und wir haben viel erreicht, aber wir haben noch viel zu tun. Und es gibt einfach in der Tat eine Partei, die das, was wir hier heute zeigen, nicht sehen will. Und deshalb ist es umso schöner, dass so viele von euch hier und heute teilnehmen an diesem CSD. Und ich möchte mich bei den Veranstaltern, bei dem Team ganz herzlich bedanken, dass es wieder möglich war, dieses riesige Event hier auf die Beine zu stellen. Und es ist eben auch ein Grund zu feiern, dass wir da sind, dass wir vielfältig sind. Aber es ist auch eine Demonstration. Und zwar für queere Rechte, für alle Menschen, dass sie so in diesem Land, in Deutschland, leben können, wie sie wollen. Das ist nicht selbstverständlich und das sehen wir in anderen Ländern, wo Menschen eingesperrt werden, gefoltert werden, sogar getötet. Und auch die Diskriminierung in diesem Land wird immer größer und dagegen müssen wir uns alle wehren und auch gemeinsam dagegen aufstehen und Haltung zeigen. Und deshalb wünsche ich uns in diesem Sinne ein Happy Pride! Ja, vielen Dank für die tollen Worte und vielen Dank für dieses tolle Bild hier. Ich kann euch sagen, es sieht einfach großartig aus, wie bunt Berlin ist. Lasst uns in die Welt zeigen, dass Berlin nicht für Einfall steht, sondern für Vielfalt. Lasst uns in die Welt zeigen, dass Berlin nicht grau ist, sondern Berlin die Regenbogenhauptstadt, Berlin die bunte Hauptstadt ist. Und dafür herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Mein großer Dank gilt an die Veranstalterinnen und Veranstalter. Es ist einfach so wichtig, dieses Signal aufzusetzen, gerade in Zeiten von Hass und Hetze, gerade in Zeiten von Spaltung. Und du hast gerade gesagt, der Artikel 3 muss geändert werden. Meine feste Zusage für diesen Berliner Senat ist, wir wollen den Artikel 3 des Grundgesetzes ändern. Man muss die sexuelle Identität befreien. Und das ist mein Versprechen an euch. Wir werden das gemeinsam mit euch auch hinbekommen. Wir haben viel zu lange darüber diskutiert. Also, wir haben heute wichtige politische Botschaften. Wir haben eine Entwicklung auf der Welt, in Ghana, in Uganda, in Polen. Das ist unerträglich und Berlin wird immer ein sicherer Hafen sein für Menschen, die in anderen Ländern angegriffen werden, meine Damen und Herren. Wir schützen Menschen, liebe Menschen, die in Ländern bedroht werden. Und jetzt, die politischen Forderungen sind gut. Es wurde gesagt, es ist eine Demonstration, das ist noch richtig. Aber wir wollen unsere Stadt Berlin auch feiern. Wir wollen die Vielfalt Berlins feiern. Und darauf freue ich mich jetzt. Und deswegen erkläre ich dem 45. Christopher Street Day für eröffnet. Happy Pride! I'm going to go to the hospital.